Sehr schön, wir sind ja auch voll der Achievement-Meister hier. So. Ich glaube, so viele Achievements wie hier habe ich noch nie irgendwie gleich am Anfang von Minecraft hingekriegt. Hallo Minecraft, willkommen zu. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das hier nennen soll. Ich habe gerade einfach Bock, ein bisschen zu spielen. Ich bin hier ganz normal auf einer Vanilla-Welt. Also hier. Achievement. Ja, was mache ich hier? Ich will eigentlich einfach mal in Vanilla irgendwie ein bisschen bauen. Was ich schon sehe, ist da hinten. Ein Wüstentempel. Da renne ich jetzt einfach mal hin. Guck mir den an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Sind ja Fallen drin versteckt. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir hier auf der Welt hinkriegen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, den behalte ich mal im Hinterkopf. Ja. Ich möchte einfach ein bisschen bauen. Bisschen Survival spielen. Werd hier wahrscheinlich auch noch irgendwie nochmal so was Stadtähnliches bauen. Wie auch schon auf Minecraft City. Und wahrscheinlich auch einiges mit Redstone und so Zeug. Hier wird es aber eher drauf ankommen. Ja. Dass ich hier erstmal Werkzeug machen. Machen wir uns erstmal eine Spitzhacke. Gehen wir gleich mal hier runter und holen uns ein bisschen Stein. Für Steinwerkzeuge und so Zeug. Also hier wird es nur ein Vanilla-Pack geben. Und da werde ich offline offline ziemlich viel spielen dann. Und auch zeitweise eben mal ein Let's Play machen. Um euch zu zeigen, was ich alles gebaut habe. Das wird ganz flexibel gestaltet werden. Also hier wird es nicht täglich irgendwas geben. Oh, da kommt schon Sand runter. Sondern nur hin und wieder. Der Anlass jetzt ist eben, dass ich gerade Lust habe zu zocken. Ich wollte eigentlich auf Minecraft City spielen. Das aber nicht geht, weil der Minecraft-Server down ist mit den Daten der Spielersätze. Habe ich jetzt eben einfach mal die Vanilla gestartet, die 1.8. Und ja. Werd hier einfach mal spielen. So, bisschen Stein haben wir schon. Die Spitzhacke machen wir voll kaputt. Sehr schön. Dann machen wir uns noch Steinwerkzeug. Und dann gehen wir mal in den Tempel. Weil ich weiß ja gar nicht, vielleicht kriegt man da irgendwas Schönes. Ich glaube, wenn ich hier runter gehe, passiert mir nichts. Müssen wir noch ein bisschen runter. Dann die Pressure Plate abbauen. Genau. Oh, hier Gold, Bones, Armor, Iron Horse Plate. Ah, da kriegen wir schon einiges zusammen. Ist natürlich ein Glück, dass ich das jetzt gleich am Anfang finde. Außerdem nehmen wir auch das Dynamit hier mit. Ist ja immer unter den Wüstentempeln Dynamit versteckt.
haben wir schon mal 9 Stück. Das ist eigentlich ganz gut. So. Ach so. Nee, warte mal. So. Bauen wir uns hier wieder hoch. Außerdem, warte mal, wir können hier noch... Ne, das ist Lehm. Früher war das, glaube ich, ab und zu eher Wolle. Oder warte mal, haben wir hier in der Außenhaut? Ey, das ist, glaube ich, auch Lehm. Ja, Klee. Schade, ich dachte, ich könnte hier Wolle abgreifen. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Hunger. Gehen wir nochmal zu unserem Workbench. Und dann machen wir uns gleich noch ein Eisenschwert. Das legen wir auf 1. Was machen wir noch? Ich glaube, wir machen uns sogar noch eine Eisenpickaxt. Genau. Ja. Dann nehmen wir den Workbench mit. Da unten hatte ich noch. Hasi! Hasi, bleib da! Oh, der ist aber flott unterwegs. Ich dachte, da gibt was zu essen. Ah, da liegt sogar was. Was war das? Ah, ein Apfel. Stimmt, wir hatten hier ja einen Baum zerkleinert. Ja, die Hasen. Hier war doch irgendwo noch ein Hühnchen. Das Eisen wollte ich noch mitnehmen. Das lass. Oh nein. Oh oh. Hoffentlich. Ah ne, okay. Ja, Kohle sollte man auch mitnehmen. Zumindest ein bisschen für den Anfang. Ich meine, ich müsste noch genug Cobblestone haben, um mir einen Ofen machen zu können. So, das Eisen. Das Eisen bauen wir noch schnell ab. Und dann müssen wir uns auch wirklich auf Nahrungssuche begeben. Ist hier ein Hühnchen, aber... Ah, hier. Gib mir Fleisch, danke. Also, ich huldige dich, Hühnchen. So, das hier nehmen wir auch noch mit. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal zu dem Bäumchen davon. Zu dem Hügel. Der macht mir einen guten Eindruck für eine Base erstmal. Ah, da hat's auch noch Kühe. Das ist sehr schön. Oh, und wie viel es hier hat. Also die Grundlage ist erstmal gesät. Das ist gut. So, alle töten wir nicht, die hier noch. Man, die ist aber flott unterwegs. Hallo? Gut. Oh, ich muss was essen. Apfel. Oh, da ist gleich noch ein Villager-Dorf. Ist hier praktisch. Jetzt gehen wir mal nach oben. Oben hat man bekanntlicherweise eine bessere Aussicht. So. Ja, Villagerdorf. Das ist aber ein kleiner Bergrücken.
Also hier wird man wohl kaum irgendwie eine Base hinstellen können. Naja, egal. Wir machen uns jetzt ein paar Fackeln. So. Und dann. Dann bauen wir mal den die Workbench hier hin, machen uns einen Ofen. Weil wir brauchen unbedingt noch mehr zu essen. Und dann brauchen wir auch noch Werkzeug. Eine Schaufel wäre nicht schlecht. Wir verbraten einfach gleich mal das Eisen, was wir hier haben. Also was haben wir Eisen, wenn wir es nicht nutzen? Vor allem jetzt, wo gerade Nacht wird. Müssen wir gucken, dass wir schnell arbeiten. So, und dann bauen wir uns hier mal ein bisschen aus. Machen wir einfach alles ringsrum erstmal zwei Blöcke hoch, dass da kein Zombie hochlaufen kann. Das heißt, wir haben dann erstmal nur die Gefahr von Spinnen. Und ich glaube, die können wir noch relativ gut abwehren. Außerdem schaffen wir hier gleichzeitig noch eine Plattform für unsere, ja, erstes kleine Häuschen. Ich werde hier wahrscheinlich auch nochmal probieren. Vielleicht haue ich doch ein, zwei Mods hier drauf, damit man hier schön bauen kann. Das werde ich mir überlegen, oder dass es diverse Nahrungsmittel gibt. Jetzt habe ich fast schon wieder alle Erde verbraten, ohne hier eigentlich das eigentliche fertigzustellen. Immer wieder schön die Erde platzieren. Nicht, dass wir hier irgendwann doch Besuch kriegen von, ja, so halbstarken Monstern. So, dann können wir uns... Ne, können wir nicht. Dachte, wir können uns noch eine Schaufel machen. Noch ein Werkzeug machen. Eine Kiste. Quatsch. Was laber ich denn? Eine Kiste. Hat's aber nicht gereicht. Jetzt pflanzen wir hier noch ein paar Bäume an. So, Bones haben wir auch. Das heißt, wir können uns eigentlich ein bisschen Bone Meal machen. Ist ganz schön da hinten, das Villager-Dorf in einiger Entfernung. Funktioniert das hier nicht? Ah, doch. Einen Baum haben wir schon mal. Da haben wir noch einen. So. Dann brauchen wir noch eine Steinaxt. Ne, wir machen uns auch gleich eine Scheideaxt. Also was soll das? So, halbe Dinge hier fangen wir gar nicht erst an. Also ein Eisen haben wir noch.
Sehr schön. Wir sind ja auch voll der Achievement-Meister hier. So. Ich glaube, so viele Achievements wie hier habe ich noch nie irgendwie gleich am Anfang von Minecraft hingekriegt. Gut. Was haben wir hier? Seeds haben wir sogar auch schon. Na, das ist ja vorteilhaft. So, jetzt machen wir uns eine Kiste. Machen wir uns gleich eine Doppelkiste. Und da schmeißen wir mal alles Mögliche rein. Alles, was wir nicht brauchen, kommt da jetzt mal rein. So, und die Kiste ist schon fast voll. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Die ist schon halber voll. Zum Glück haben wir uns gleich eine Doppelkiste gemacht. Ja, hier oben ist ganz gemütlich. Erstmal. Zumindest in dieser Folge. Es freut mich. Ja. Nächste Folge werde ich anfangen, mir ein kleines Häuschen hier zu bauen. Da noch ein bisschen Erde aufzufüllen. Muss dann auch noch gucken, wie ich hoch und runter komme. Dafür wären vielleicht der ein oder andere Mod ganz cool. Aber das muss ich eben sehen. Vielleicht habt ihr auch Ideen, welche Mods ich hier reinpacken kann. Ja. Das war's von der ersten Folge. Minecraft, wie nenne ich's denn? Survival? Keine Ahnung. Schreibt's mir doch vielleicht in die Kommentare, wenn ihr es seht. Und dann werde ich mir einen Vorschlag aussuchen, wie ich die Staffel hier nennen soll. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.